Sag mal, Andrea, bist du eigentlich gerne zur Schule gegangen? Ich bin gerne zur Schule gegangen und habe die Sache aber irgendwie nicht so ganz ernst genommen. Das bedeutet, ich bin der Oberstufe quasi immer erst zur dritten Stunde gegangen. Ich weiß nicht, wie ich durchgekommen bin trotzdem. Wahrscheinlich so ein Talent, so eine Überfliegerin, oder? Nee, nicht? Nee, aber leider nicht. Also im Buch kommt ja die Feli vor, ne? Ja. Und die schafft ja auch alles gleichzeitig. Die nimmt Drogen und feiert und schreibt dann Aufsätze, die preisgekrönt werden. Das war ich leider nicht, das feiern konnte ich, aber das mit dem Preis gekrönt hat auf sich warten lassen. Auslese, der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen. Also ich fand Schule ganz furchtbar. Ja? Ja, und ich glaube oder meine mich zu erinnern vom ersten Tag an. Und bis heute weiß ich überhaupt nicht, warum. Aber als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich ein ganz gutes Gefühl dafür, was möglicherweise Gründe dafür gewesen sein können. Vielleicht sind wir ja auch zwei klassische Vertreter dieser Art. Mädchen scheinen da irgendwie besser durchzukommen. Das ist ja bei Tonio Schachinger auch so. Und die Erniedrigungen, die so tagtäglich an der Reihe sind, die erleben Mädchen, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich kann mich auch an einen Lehrer erinnern, so ähnlich wie der Dolina im Buch. So einen Sadisten, das war ein Englischlehrer bei uns, der fing immer zwischendurch süffisant an zu lachen. Das war ein absoluter Zyniker. Also das war gruselig. Bei mir hat es, und darum auch die Analogie zu diesem Buch, glaube ich, sehr viel mit dem Thema Autoritäten zu tun. Da hatte ich, glaube ich, von Anfang an echt, wie der Protagonist hier im Buch, auch ein erhebliches Störgefühl. Und ich habe es ja nun auch geschafft, bin ja durchgekommen, auch bis zum Ende. Aber da war immer so ein permanentes Druckgefühl. Und erstaunlicherweise ging dies überhaupt nicht von meinen Eltern aus. Die waren da sehr locker und die hatten auch gar keine Erwartungshaltung. Aber irgendwas war an der Institution, was mir Schule gänzlich verlitten hat. Ja. Also an den Druck kann ich mich auch erinnern. Und ich meine, wir haben ja auch beide Kinder. Ich kann das auch, kenne diesen Druck auch von den Kindern. Und da hat sich eigentlich in den letzten 50 Jahren nicht viel dran geändert. Mhm. Und es gibt Leute, die können diesen Druck ganz gut verdrängen. Mhm. Und es gibt Kinder, die das nicht schaffen. Um das Thema geht es ja auch in dem Buch, über das wir ja eigentlich reden wollen. Wir wollen ja weniger über unsere Schulerfahrung reden, aber die Bücher reflektieren ja auch immer auf unser eigenes Leben. Echtzeitalter, worum geht's denn? Tonio Schachinger, österreichischer Autor, 31 Jahre jung, jetzt Gewinner des Buchpreises. Zu Recht, wie ich finde, in seinem Buch. Das ist beginnt erstmal als eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Der 10-jährige Till Kokorda kommt aufs Internat. Und zwar nicht auf irgendein Internat, sondern in Wien auf das Marianum, ein Elite-Gymnasium, so eine Kaderschmiede der Juristen und Ärzte, kann man sagen. Till fällt da so ein bisschen aus dem Rahmen. Seine Eltern haben sich gerade getrennt und haben halt gedacht, das ist jetzt das Beste für den Jungen. Und zunächst scheint diese Schule auch sehr schön zu sein, so im Schloss Schönbrunn-Gelb. Was ihm wohl auffällt, ist so eine kleine Mauer um dieses Gebäude rum. Mhm. Und das ist auch ein Bild für diese Schule. Die kapselt sich ab allen Lebenswirklichkeiten außen und hat eine Mauer um ihre Bildung gezogen. Und drinnen wütet noch ein ganz anderer Geist, unter anderem eines sadistischen Lehrers Dolina, der es schafft, eigentlich alle Kinder zu kleinen Duckmäusern zu machen. Und in dieser Geschichte, das ist eigentlich eine Befreiungsgeschichte, ein bisschen würde ich sagen, wird der junge Till er ist am Anfang 10 und nachher ist er irgendwie 19. Und seine Befreiung besteht darin, Age of Empire zu spielen und das sehr, sehr gut. Also er wird darin wirklich Weltklasse. Das hat natürlich in der Welt dieses Instituts überhaupt keine Bedeutung. Und wie er sich da durchkämpft und wie er so seinen Weg findet, das erzählt Tonio Schachinger. Es ist ja im Grunde genommen genau diese Geschichte über diese Schule, um diese Umgebung. Das ist der eine Part und das andere, was ja einen großen Teil dieses Romans ausmacht und wie ich finde sehr beachtlich und toll erzählt,
sehr respektvoll, ist eben diese ganze Gaming-Geschichte. Bei dieser Schule, dieser Dolina, dieser Lehrer, ich glaube, der hat bei mir direkt am Anfang, als er da auftaucht, eben diese Reflexe sogar ausgelöst. Da wurden bei mir Erinnerungen wach. Und das ist ja einer, den man überhaupt nicht haben will als Lehrer. Ne? Ist ja furchtbar. Und, ja. Ja, das ist so ein alter Rohrstock-Humanist, sehr belesen, der seine Schüler durch die Reklamhefte prügelt, ja, quasi, und der jede kleinste Schwäche sofort erkennt, der riecht quasi, wenn du deine Aufgaben nicht gemacht hast, und dann wirst du nach vorne zitiert und du hast auf jeden Fall eine Strafe hinterher, und er nimmt das bisschen Freizeit, was diese Kinder haben, nimmt er denen sukzessive, eigentlich in jeder Stunde. Wurde eigentlich an irgendeiner Stelle erwähnt, wie alt der Dolina ist? Ich hab mir den gar nicht so alt vorgestellt, sondern eher so einen mittelalten Lehrer, der wirklich Spaß dran hat. Ja, ist ein Sadist. Ist ein Sadist, ne? Aber ein mittelalter Lehrer, würde ich auch sagen. Wobei, doch, es wird irgendwo erwähnt, dass er in den 60ern aufgewachsen ist. Okay. Weil da wird ja auch noch seine Mutter erwähnt, die ihn praktisch nach einem Erziehungsratgeber in Österreich von Johanna Harrer, die hat doch dieses Mutter, erzähl mir von Hitler. Und die hat dieses, das stimmt, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das ist so ein Erziehungsratgeber, der, glaube ich, obwohl der nach dem Zweiten Weltkrieg verboten war, bis in die 60er hinein noch gutiert wurde. Was Schachinger halt schafft, indem er uns diesen Dolina da präsentiert als eine der Hauptfiguren in diesem Buch, dass man sich tatsächlich irgendwie, ich fühlte mich da auch irgendwie immer, wenn der auftritt, selber schon ganz, ganz unwohl. Und dieser Kokorda, das ist echt ein bemitleidenswertes Kerlchen da, immer wenn es um das Schulthema geht. Der tut einem ja echt wirklich leid. Ne? Das beschreibt Schachinger unfassbar gut. Man erlebt diesen Druck wirklich selber nochmal. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass ich gerne zur Schule gegangen bin. Das stimmt auch, aber diesen Druck kenne ich auch, wenn sich so die Schlinge immer weiter zuzieht. Und du weißt, du kannst das nicht mehr alles gleichzeitig schaffen, weil du hast irgendwie in den ersten 2 Wochen zu wenig gemacht und nachher baut sich so ein Riesenberg an Dingen auf und du hast eigentlich von nichts mehr wirklich Ahnung. Es gab bei mir Momente, da wäre ich am liebsten ins Buch reingesprungen und hätte diesen Dolina da vorne irgendwie gepackt und ihm irgendwie gesagt, hör mal, was du hier treibst, ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Offensichtlich scheint es diese Systeme von Autoritäten nach wie vor zu geben. Das gibt es, glaube ich, immer noch an jeder Schule. Bestimmt seltener als früher, aber ich weiß, dass es das gibt und du wirst das auch wissen. Na, immerhin wird ja niemand mehr gezüchtigt. Also sagen wir mal wirklich mit von Hand oder dergleichen, aber man also merkt halt, nicht, also ob Worte, das andere so viel nee, genau, besser ist, aber ne? Man sieht eben, was Worte auch für furchtbare Wirkungen haben können. Aber unser bemitleidenswerter Held hier in diesem Buch, der kommt ja trotzdem durch, ne? Eben weil es diese andere Welt auch gibt. Ja, er flüchtet sich halt in seine Computerwelt. Zum Glück darf er den Informatikraum betreuen und dann kann er sich da so Auszeiten nehmen. Natürlich wird er dabei auch erwischt zwischendurch. Aber er ist halt jemand, der sich in diese andere Welt flüchtet. Deswegen heißt das Buch ja auch Echtzeitalter, also Age of Empire heißt das Computerspiel. Und er flüchtet sich da rein und wird immer besser und immer besser. Und er versucht es auch teilweise den Erwachsenen mitzuteilen, was das für eine Kunstform ist, was das für ein Können voraussetzt, wie vielseitig dieses Spiel ist und wie das Gaming überhaupt funktioniert. Aber die Erwachsenenwelt reagiert eigentlich gar nicht drauf. Also das finde ich wirklich ganz ausgezeichnet an diesem Buch, den Ansatz, den Schachinger hier wählt, eben dieses Gaming-Thema, was ja überall und permanent in irgendwelchen Formen erzählt wird, aber dass hier jemand hingeht und zunächst mal sehr respektvoll an dieses Thema rangeht und sagt, guck mal, ich nehme diesen Kerl hier mit dem, was er mit seiner Gaming-Leidenschaft ist, wirklich mal absolut ernst. Und erlaube mir mal gar kein Urteil darüber. Und du hast es gesagt, wir sind ja beide auch Eltern sozusagen. Ich bin Vater, du bist Mutter und ich krieg da auch von meinen Kindern das eine oder andere mit. Beispielsweise Fortnite, ja auch ein Spiel, was in dem Buch erwähnt wird. Ich kenne dann Fortnite, man kriegt Auszüge mit, sieht es schon mal.
aber könnte mir letztlich keine wirklich gute Meinung bilden über dieses Spiel. Und dann passiert ja das, was wahrscheinlich häufig passiert. Man redet eher despektierlich drüber und nimmt auch möglicherweise sein eigenes Kind in dem, was es da tut, gar nicht wirklich ernst. Und das finde ich hier ist wirklich sensationell und hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Lasst uns doch mal wirklich eingehen und genau hinschauen, was diese Spiele der Leidenschaften betrifft. Also ich fühlte mich sehr ertappt. Da wird ja auch die Mutter von Till beschrieben. Ich meine, der Vater von Till stirbt im Verlaufe dieses Romans. Das ist ein guter Schachzug vom Schachinger. Der kann natürlich jetzt nichts mehr dafür. Also bleibt die Mutter übrig. Die ist mit sich ein bisschen beschäftigt, mit ihrem Leben und ihrer Arbeit und so weiter. Und die versucht zwischendurch auch Kontakt zu ihrem Sohn aufzubauen, auch zu diesem Spiel. Aber sie hat überhaupt keine Ahnung, was der Junge da macht. Und es ist auch sogar so, dass es so schnell geht auf dem Bildschirm und so viele kleine Bildchen sind. Ich habe das Gefühl, da sind unsere Augen gar nicht mehr für gemacht, das zu überblicken, was da gerade abläuft. Und mir ist es genau so gegangen wie der Mutter im Buch. Ich habe versucht, freundlich dazu zu nicken und habe nachher gedacht, naja, das ist keine echte Welt. Das ist, eigentlich spielt das überhaupt keine Rolle. Aber für die Kinder, die das machen, spielt es natürlich eine viel größere Rolle als jetzt die Literatur. Und es wäre schon gut, sich zumindest auch mal ein bisschen darauf einzulassen. Wobei man die Gefahren auch nicht unterschätzen darf. Nee, ne? Also ich kenne genau diese Geschichte. Ich habe wirklich gedacht, das ist eins zu eins meine Geschichte, daneben zu stehen und da reinzugucken und aber keine Ahnung zu haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass Schachinger das jetzt, sagen wir mal, naiv verherrlicht. Diese, nennen wir es mal, Spielekultur. Und zwar ganz bewusst Kultur. Als Gegensatz zu diesen Reklamheften, die da auf jeder zweiten Seite, man sieht die ja vor sich, das macht er ja auch ganz geschickt. Aber trotzdem diese Spielekultur, sagen wir mal, die ja auch durchaus Risiken birgt, ne? Vereinsamung am Rechner und all das, was dazugehört. Aber es mal ernst zu nehmen und nicht direkt wegzufegen, dieses Thema, das finde ich total interessant. Und was ich vor allen Dingen interessant finde, dass hier jemand ist, nämlich dieser Till, der dann irgendwann genau das verwirklicht, was ja viele so heute so lapidar sagen, was willst du denn mal werden? YouTuber. Also etwas ins Lächerliche, wo man dann sagt, ja, lern du erstmal vernünftig und dann gucken wir mal weiter. Aber dieser Till, der geht ja genau diesen Weg und er tut das relativ unaufgeregt. Und das finde ich fast, ich möchte fast sagen, zärtlich, wie er dann seine Mutter irgendwann vor den Rechner holt, um ihr zu zeigen, guck doch mal, gib mir zumindest mal eine Chance, schau mal, was ich hier tue. Und wie gut ich darin bin. Er ist ja dann unter den Top 10 weltweit Spieler, das muss man ja sagen. Ist ja auch irgendwo, wenn man sich denn mal darauf einlässt, ist ja eine Fähigkeit. Ja, aber Top 10 zeigt ja auch, wie viele von den Jungs, die jetzt jede Nacht zocken, anstatt zu schlafen, das nie werden können. Und das ist natürlich die Angst der Eltern. Ja. Dass natürlich jeder will Gamer und YouTuber werden, aber wie viele werden es dann tatsächlich? Ne? Und wenn sie dann in der ganzen Zeit keine Schulaufgaben gemacht haben, dann sieht es schon düster aus. Also ich finde, man kann die Angst der Eltern natürlich total verstehen, aber trotzdem das auch als Kunstform zu akzeptieren und nicht als irgendwie eine alberne Spielerei, das fand ich für mich auch gut. Am Ende, Schachinger fällt ja da auch kein Urteil. Das finde ich eben auch so schön. Also er will ja gar nicht urteilen und damit bleibt ja so ein bisschen dieses Gefühl dieses Hin- und Hergerissensein. Ist das jetzt alles nur Blödsinn? Ist das vertane Zeit? Würdest du nicht in dieser Zeit, in der du da vor deinem blöden Bildschirm sitzt, nicht doch mal ein Buch lesen? Das ist ja der Konflikt, in dem viele Eltern auch heutzutage stecken. Aber Schachinger lässt das natürlich offen und kommt da am Ende nicht zu einem Urteil, was ich eigentlich auch immer ganz angenehm finde. Ja, und ich finde, er macht das sprachlich und literarisch ganz, ganz großartig, diese ganzen verschiedenen Welten zusammenzubringen, weil du brauchst für ein Elite-Gymnasium brauchst du natürlich eine gewisse bildungsbürgerliche Sprache. Dann spielt das Ganze in Österreich, was man ununterbrochen spürt und hört und liest. Das heißt, man braucht die österreichische spezifische Sprache nochmal, ein bisschen Dialekt dazu. Dann braucht man die Zockersprache. Dann braucht man Jugendsprache und Schachinger schafft das, all diese verschiedenen Sprachen ganz, ganz harmonisch ineinander
zu weben, ohne dass irgendetwas doof wirkt. Also auch die Jugendsprache, die die benutzen untereinander, mit seinen Jungs, der Till, oder mit seinen beiden Freundinnen, die er dann findet irgendwann, die ist auch großartig und die hört sich nicht aufgesetzt an. Nee, überhaupt nicht. Und bei mir hat das so bewirkt, dass ich halt einfach dann auch gedacht habe, ja, okay, es sind junge Menschen, die entwickeln sich in der Zeit, in der sie nun mal gerade leben, mit all der Technik, mit all dem, was anders ist. Und am Ende darf man trotzdem auch Hoffnung haben, dass aus denen etwas wird, was auch immer es am Ende dann ist, ne? Ja, es vielleicht lehrt uns das, so ein bisschen Vertrauen zu haben. Also wir werden nicht alles verstehen, aber Vertrauen zu haben, dass ein paar Komponenten dazukommen müssten, damit daraus ein Versager nachher wird. Ja. Das ist nicht nur das Gaming oder irgendwie das nicht für die Schule interessieren, sondern es sind andere Dinge, die einen nachher vielleicht brechen können. Vielleicht, wenn man nicht stark genug ist für so eine Person wie den Dolinar, dem etwas entgegenzusetzen. Ich meine, der Till hat eine Art, da eben sehr unaufgeregt, wie du eben schon sagtest, durchzukommen. Das ist also kein Rebell im eigentlichen Sinne, sondern der zieht sich zurück und macht sich seine eigenen Gedanken. Ja. Wobei man auch, also entlarvend fand ich auch, dass man zum Beispiel, da ist ja auch das Rebellentum der Jugend, das sich in so einem Elite-Gymnasium teilweise nur darin ausdrückt, dass man den Pulli über das Polohemd nur einseitig trägt. Das ist so eine Art von Rebellentum. Und als Eltern denkt man manchmal, solche Kinder wollte man nie haben. Aber wenn man weiß, in welchen Schwierigkeiten Kinder manchmal sind, dann entlarvt man sich selbst und denkt, ach, manchmal hätte man so einen Polohemdträger doch ganz gerne, oder? Ja. Der so einfach da durchflutscht durch das System. Ja, ja. Der Schachinger, du hast eingangs erwähnt, hat jetzt mit diesem Roman den Buchpreis bekommen. Ich würde mal sagen, wir sind uns einig, verdient, weil es einfach ein tolles Buch ist. Ja, es ist ein tolles Buch. Wobei es ja nicht unbedingt so sein muss, dass immer der Buchpreisträger oder die Buchpreisträgerin, muss ja nicht immer ein tolles Buch sein. Am Ende geht es ja um den eigenen Geschmack. Mhm. Aber offensichtlich trifft das unseren Geschmack besonders hier. Also das ist schon ein klassisches Buch. Mhm. Das ist schon auch eine konventionelle Erzählweise. Aber es hat sehr, sehr viele Ebenen. Das finde ich wirklich toll. Ich muss auch sagen, dass ich mit den Buchpreisgewinnern eigentlich sehr oft sehr zufrieden bin. Und diesmal hat die Jury natürlich auch nochmal dazu gesagt, wahrscheinlich sagen sie das immer, also alle, die auf der Shortlist stehen, sind im Grunde genommen Buchpreisgewinner. Und sie nehmen aus diesen 6 einen heraus, wo irgendetwas besonders getriggert worden ist, aber man kann nicht sagen, dass jetzt eins besser oder schlechter ist. Und ich meine, wir hatten ja auch Sylvie Schenk auf der Shortlist. Ja. Also sie saß ja bei der Preisverleihung, bei der Verkündung neben Schachinger und hat sich, glaube ich, erheblich mit ihm mitgefreut. Ne? Das fand ich eigentlich ein sehr, sehr bewegenden Moment. Bild, ne? Schönes Bild. Ne? Ja, also in dem Moment, wo die Jury das verkündet hat, da hat sie ihm so aufs Bein geklopft und hat sich richtig mitgefreut. Das war schön, ja. Wobei, die Sache mit den Preisen, das wird ja auch ewig immer ein bisschen widersprüchlich bleiben. Da kann man sagen, das ist das beste Buch des Jahres, das ist das beste Musikstück des Jahres. Also das muss man ja auch immer mit einer, wie ich finde, mit einer vernünftigen Distanz betrachten. Aber am Ende muss sich so eine Jury natürlich auch entscheiden. Ja, es ist halt eine Möglichkeit, nochmal die Literatur nochmal in den Fokus zu rücken. In der Zeit gucken die Leute darauf, wer wird denn jetzt der Gewinner. Letztlich kann man nicht den besten Roman in deutscher Sprache küren für ein Jahr. Aber der ist eben schon gut. Ich habe übrigens einen kleinen Tipp vielleicht hier, den ich in unserer Podcast-Folge jetzt einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern zurufen würde. Ich habe das Buch gehört. Es ist auch im Moment vergriffen. Man bekommt es, glaube ich, gar nicht. Also wir haben es ja versucht. Wir hatten dann schon eine frühe Fassung als Fahnen. Aber ich habe es gehört. Und es ist nochmal ein, wie ich finde, doppelter Genuss, weil natürlich der österreichische Slang, weil es wird von einem Österreicher gelesen. Und das macht es, wie ich finde, nochmal intensiver, weil man kann sich vorstellen, so wenn dieser Dolinar da die ganze Zeit da und das hat mich nochmal besonders gepackt. Also wer das als Hörbuch sich anhören will, der entscheidet sich gut an der Stelle, weil es ist echt
Also ich habe teilweise mir das laut vorgelesen und musste auch teilweise laut lachen, weil der kann das so gut. Also das ist ja nicht nur, dass man den Dialekt hört, sondern auch der Sprachaufbau ist ja ein bisschen anders. Und das baut Schachinger sehr, sehr gut ein. Und das ist beim Lesen, das ist so fluffig irgendwie. Obwohl der sehr gedrechselte Sprache, besonders am Anfang, finde ich, merkt man, dass er so unheimlich viele Schachtelsätze und Nebensätze. Und es ist dann schon ein bisschen kompliziert. Aber wenn man den Österreich-Slang ein bisschen im Ohr hat, dann flutscht das Ganze super gut und es ist echt schön zu lesen. Ja. Und obwohl er ja nun wirklich auch relativ viele philosophische und literarische Exkurse einbaut. Wie haben die dir gefallen? Mich sprechen die ja immer an. Also ich finde ja, da wo das passiert, in jedem Buch bin ich immer ganz aufmerksam. Könnte ja auch manchmal sein, ein bisschen Name-Dropping, ne? Wenn dann kommt ja Thomas Bernhard, dann kommen aber auch Michael Köhlmeier. Es gibt ja viele Referenzen auch an Kamsky kommt, an Ja, es gibt ganz viel. Und mir gefällt das eigentlich immer so, diese literarischen Exkurse dann auch. Also ich glaube, dass es sich bei ihm sogar lohnen würde, da auf die einzelnen Fährten zu gehen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass es ein reines Name-Dropping bei ihm ist. Also gerade in Bezug auf Thomas Bernhard gibt es sehr, sehr viele Analogien. Mhm. Thomas Bernhard ist ja nun einer der bekanntesten österreichischen Autoren und ein Skandalautor, der sich ebenso wie Schachinger eigentlich an Österreich abgearbeitet hat und auch an der Bigotterie, an dem nicht ganz überwundenen Nationalsozialismus. Das sind ja alles Themen, die beim Schachinger auch eine Rolle spielen. Und bei Bernhard ist es so, der hat selber auch eine Autobiografie mal geschrieben in 5 Teilen. Das hört sich jetzt wahnsinnig viel an, sind aber ganz kleine Bücher. Und in einem dieser Bücher geht es um eine Erziehungsanstalt. Der war nämlich auch im Internat in Salzburg. Und Thomas Bernhard hat wirklich versucht, sich mit seinen Hosenträgern in diesem Salzburger Internat umzubringen. Und das war am Ende des Zweiten Weltkrieges. Das war dann noch unter der Herrschaft von so Nazi-Lehrern. Danach wurden die Nazi-Lehrer ausgetauscht durch katholische Lehrer, was nicht besser war. Es waren relativ schlimme Fanatiker. Was ich nur sagen will, dieses Abarbeiten an Österreich, dieses Abarbeiten auch am Nationalsozialismus, denn auch der Schachinger ist eigentlich auch politisch, finde ich, das haben die gemeinsam und auch den Humor. Ganz kurz noch dazu, also das kann ja kein Zufall sein, jetzt diese Verweise Richtung Bernhard. Ich hatte an einer Stelle, weil du es eben drüber gesprochen hast, diese literarischen Verweise, seine Mutter räumt irgendwann mal auf in ihrem Zimmer, da stehen viele ungelesene Bücher und dann heißt es dann unter anderem zum Beispiel ein Buch von Pamuk. Also einfach mal, da wäre jetzt die Frage, ist das ein Zufall, hätte es jeder andere Autor sein können? Hier könnte man ja sagen, okay, Orhan Pamuk, türkischer Literatur-Nobelpreisträger, kommt ja auch aus einem System, was total autoritär und in dem er sich ja immer wieder behaupten muss, auch als Schriftsteller quasi ein Verfolgter ist. Wahrscheinlich ist das schon alles genau intendiert und wenig Zufall. Also zumindest bei einzelnen Verweisen. Ob das jetzt bei jedem Namen, weiß ich nicht, müsste man untersuchen. Man findet bestimmt dann irgendwelche Analogien. Also ich glaube nicht, dass man, also an diesem Roman wirkt wenig zufällig, finde ich. Ja, das stimmt. Ja. Am Ende, das finde ich total stark. Ja, verraten, nee, nicht das Ende verraten. Nein, ne? Nee, nicht? Also nee, ganz kann man es nicht verraten, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das selber liest. Ich meine, es wird was märchenhaft ein bisschen. Ja, okay, ich meine jetzt das wirkliche ganz, 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 ganz Ende. Das ganz, ganz Ende. Den letzten Satz meine ich. Also du meinst so ein bisschen die Handlung, das, was da noch passiert. Frauen spielen ja dann auch durchaus mal eine Rolle im Leben unseres Protagonisten. Er verliebt sich. Und total schön. Und das bringt natürlich eine Veränderung. Ja, und das werden wir jetzt hier nicht verraten. Mhm. Aber vielleicht dürfen wir doch nochmal auf das wirkliche Ende. Okay, da verweisen. Musst du mir jetzt noch ein bisschen auf genau. die Sprünge helfen. Und da wird ja dann nochmal, da kommt sein alter Kumpel, Tills alter Kumpel, die treffen sich nochmal wieder und der Kumpel, der mit ihm ja die Schule auch besucht hat, der ist irgendwie in der Zwischenzeit bei der Bundeswehr, wie heißt das in Österreich, heißt das da auch Bundeswehr, weiß ich gar nicht, zum Militär gegangen, hat da seine Ausbildung gemacht und am Ende reflektieren sie nochmal ganz kurz über ihre Schulzeit und dann sagt der Kumpel, sowas, der Dolinar, so schlecht war das doch alles nicht. Ja, stimmt. Also wir haben ja auch viel gelernt von dem und so. Und dann sagt der Till, und da habe ich fast jetzt noch Gänsehaut, dann sagt er,
ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben, also sinngemäß, bist du deppert. Das war wirklich nur Mist und Käse und wirklich ganz schlimm. Das fand ich nochmal total stark, dieses Ende, weil der Till, der ist da sehr klar. Mhm. Der Typ, der hat für ihn nichts, aber auch nur ansatzweise Gutes bewirkt. Obwohl er ihm vielleicht Wissen vermittelt hat, aber unterm Strich bleibt ganz klar die Aussage, so ein autoritärer Sadist hat mir wirklich in meinem Leben nur geschadet. Und ich finde so, ja, dass der am Ende ganz klar zu dieser Aussage kommt. Das fand ich echt total stark. Ja, das ist wirklich ergreifend. Mhm. Zumal es auch vorher im Buch immer wieder angedeutet wird, dass also die ganzen Schüler, die unter dem so gelitten haben, dass die doch nach Ende der Schulzeit sich bei diesem Dolinar Termine geben lassen, um dann mit dem die Zukunft zu besprechen, um den teilhaben zu lassen an irgendwelchen privaten Veränderungen, um denen zu sagen, dass sie heiraten oder was auch immer. Und dass das eigentlich, was ist das? Was ist das für eine Art von, ist das eine Art Masochismus? Also das ist da ist auch sehr heuchlerisch. Man braucht einen Sadisten und einen, der das mit sich machen lässt. Möglicherweise. Die Kinder können sich nicht wehren, aber wenn man erwachsen ist, dann darf man raus aus diesem System. Mhm. Das tut der Till ja. Und manche tun es eben nicht. Und es Militär könnte, es könnte auch, sagen wir mal, wir haben ja die uns, glaube ich, ganz gut angeeignet hier in unserem Podcast. Literatur zu sehr zu interpretieren, ist ja auch immer schwierig. Aber an der Stelle könnte man vielleicht sagen, dass es dann doch auch ein bisschen eine Erklärung dafür sein soll, dass man sagen will, okay, es gibt dann doch Leute, die trotzdem aus dem, was sie erlebt haben, was auch ganz schlecht war, es trotzdem weitertragen und vielleicht auch etwas Bewundernswertes daran finden. Der Till ist da ganz klar. Und wenn man es jetzt auf die ganz große Ebene hebt, könnte man sagen, so können sich vielleicht auch Systeme dann doch am Leben erhalten, die war eigentlich, wo wir uns eigentlich einig sein müssten, das darf es nie mehr geben. Jetzt hole ich es mal auf die ganz große geschichtliche Ebene, gerade mit Blick auf Österreich. Genau die Ebene, weil das ist ja in jeder Kleinigkeit und auch in diesen großen Geschichtsdingen dieses Romans, ist es so, dass Dinge sich fortsetzen, weil irgendjemand keinen klaren Strich zieht und nicht sich gegen ein System entscheidet, sondern letztlich bleibt man wahrscheinlich aus Angst, die Angst bleibt fortbestehen, auch wenn der Dolinar nicht mehr da ist, man bleibt in diesem System hängen und da ist der Till anders, der hat sich eben wirklich befreit und das ist das Schöne an dieser Geschichte. Es gibt viele, also man könnte auch sagen, es gibt, wenn man über die ehemalige DDR spricht, Menschen, die darüber heute reflektieren, die in diesem System, das auch ein Unrechtssystem war, die dann trotzdem sagen, ja, es gab auch ganz viele schöne Anteile, was ja überhaupt nicht zu leugnen wäre, zumal schwierig in der Interpretation derer, die gar nicht in dem System gelebt haben, da sagt sich das ja immer leicht. Und trotzdem war es am Ende ein Unrechtssystem. Und hier war dieser Lehrer am Ende im Grunde genommen auch ein Unmensch. Und dass der Till da so entschieden ist und im Grunde genommen dem ja gar nicht mehr begegnen will, beziehungsweise wenn er ihm nochmal begegnen würde, möchte ich nicht ausschließen, dass er ihm zumindest mal ein paar nette Worte sagt. Ja, vielleicht knallt er ihm auch nur einfach mal ein. Vielleicht. Eine. Hätte er ja auch verdient. Vielleicht. Also er ist auf jeden Fall aus dieser Opferhaltung komplett rausgekommen. Ja. Und jemand, der versucht, seine Bilanz so zu kitten, indem er das im Nachhinein schön redet, der kommt vielleicht aus dieser Opferhaltung auch nie ganz raus. Und vielleicht wird der Till, wir erfahren es nicht, wir wissen jetzt, dass er sich auch verliebt und vielleicht wird auch dieser jungen, frischen Liebe irgendwann mal ein Spross oder eine Sprössin, ein Junge oder ein Mädchen sozusagen daraus hervorgehen. Und dann würde man sich in dem Fall vorstellen können, dass der Till zumindest aus seiner Geschichte gelernt hat und versucht, jegliche autoritäre Reflexe da nicht zur Geltung zu bringen. Ist da eigentlich ganz schön so in der Aussicht. Ja, ja. Gut. Versöhnliches Ende. Versöhnliches Ende. Wie so auch, viel darf man ja sagen. So viel darf man sagen. So, ich glaube, das war auch ein versöhnliches Ende für diesen Podcast. Jetzt haben wir uns wieder nicht gestritten. Ja, das ist blöd. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte dich jetzt mal zur europäischen Literatur hinführen und von den Amerikanern weg. Und jetzt sind wir wieder einer Meinung. Auslese, der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt. Aber ich will mich auch gar nicht mit dir streiten. Ist schon in Ordnung so. Okay. Gut.